Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit der nächsten Runde Grim Dawn. Ja, wir schauen mal. Ich habe mir jetzt überlegt, ich probiere das wirklich mal. Zumindest der eine Gegner sollte ja unten sein, der mich auch letztes Mal richtig verprügelt hat. Ich möchte noch, bevor ich jetzt hier weitermache, noch ein wenig mit ihm üben. Und von daher können wir auch mal eben hier hin, schwupp. Und Außenbezirke. Obwohl Außenbezirke ist falsch. Das ist eigentlich ziemlich egal, aber wir gehen hier, glaube ich, hin. Ne, Moment, wo will ich denn hin? Oh, la 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 la. Das ist zwar eine ganze Ecke Weg hier. Ich glaube, der war's. Ja, genau, der war's. Ja, was gibt es denn sonst bei euch Neues? Also, ja, was soll ich sagen? Final Fantasy sollten wir zum Wochenende durch sein. Viele von euch haben ja nicht geschaut, aber im Grundsatz ist es... Ach, komm, hör auf, da oben. Viele von euch haben das ja gar nicht geschaut. Ich persönlich habe, oder beziehungsweise muss echt sagen, das Spiel ist aus meiner Sicht einfach toll. Punkt. So ist meine Sichtweise. Die muss man nicht mitgehen, oder muss man nicht so empfinden. Ich persönlich empfinde es so, finde sie es einfach unfassbar gut, das Spiel. Wer macht denn da so ein Damage, Freunde? Da wollte ich noch was gucken. Ach nee, Quatsch, Blödsinn. Was wollte ich sagen? Genau. Also Final Fantasy aus meiner Sicht einfach so bisher, also wenn ich die Spiele dieses Jahr mir betrachte, für mich bestes Spiel dieses Jahr bisher. Ach komm, halt und rum. Aber es ist natürlich wie immer Geschmackssache, Freunde. Das steht außer Frage. Mir hat es unglaublich, oder mir macht es immer noch unglaublich Spaß. Ja, und dann steht ja im nächsten Step, Zerfleischen hat Stufe 13 erreicht, da siehst du wohl. Ulsatz Erlass hat es auch geschafft, aufzusteigen, auch schön. Was wollte ich sagen? Genau, als nächstes steht dann ja Last of Us an, das werde ich auf jeden Fall ausstreamen, den zweiten Teil. Der kommt jetzt ja am 19. Juni, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was für ein Tag das eigentlich ist, wann das rauskommt, aber das ist mir auch völlig egal. Da werde ich auch gleich am 19. anfangen, das zu streamen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe den ersten Teil geliebt. Ich glaube, das war sogar noch, weiß ich gar nicht. Nee, ich habe das weder aufgenommen noch gestreamt, weil ich mir erst sehr viel später eine entsprechende Streaming-Aufnahmekarte geholt habe. Man braucht ja, um das dann entsprechend PlayStation-Titel auf PC zu streamen oder aufzunehmen, entsprechendes Equipment. Und hatte mir dann im Nachgang irgendwann so eine 4K AVMedia-Aufnahmekarte geholt, die dann halt auch das leistet. Zum einen, dass ich in 4K spielen kann. Das tue ich auch ganz gepflegt am Monitor. Ich muss sagen, es ist immer noch besser als an einem Fernseher. Und ja, also von daher... habe ich das dann damals nicht gespielt. Ich hatte den ersten Teil nur für mich gespielt. Und ja, wir schauen mal irgendwo. Hallöchen, Arschlöcher. Ja, ja, Energy is low. Das werden wir häufiger hören. Das ist mal sicher. Ja, aber trotzdem, auf den zweiten Teil freue ich mich unglaublich. Habe mich da auch nicht spoilern lassen. Habe ich tunlichst vermieden, weil ich gedacht habe, nee, ey, ich freue mich so auf das Spiel, dann wirst du dir das nicht, weil irgendwelche Arschlöcher meinen, sie müssten das im Vorab schon Inhalte der Story spoilern und so weiter und so fort. Das mag ich einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch bei Serien. Oh, es gibt ja so Menschen, die können einfach nicht die Schnauze halten. Oh, und in Folge 12 hast du da gesehen und du wolltest sie noch anfangen und denkst so, danke Arschloch, jetzt will ich sie nicht mehr anfangen. Ja, kennt der einen oder vielleicht jemanden, der so ist, also ich schon. Dann denke ich immer so, ja Leute, wenn ihr euch Serien anguckt, würdet ihr gespoilert werden wollen? Also ich für meinen Teil nicht. Ich finde gespoilert werden echt kacke. Schnauze. Hallo Jungs. Ja, ja, das alte Spiel. Back to the Roots und so. Freunde, ist gut jetzt hier.
Ja. Nehmen wir mal. So, diesmal läuft die Stoppuhr wenigstens auch mal. Das hat sie ja beim letzten nicht, mal nicht. Aber da haben wir ja beim letzten Mal endlich so einen meiner Arschlochgegner, mit denen ich mich echt rumgeärgert habe, dann doch mal geschafft. Das ist ja auch gerade bei Grim Dawn, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, immer so eine Mischung aus Hallo Arschloch. Immer so eine... Ja. Warum stirbt er nicht? Danke. Dachte schon, er will gar nicht mehr sterben. Ach, Mann. Ist hier Bossgegner City oder was? So. Es ist ja immer so eine Sache irgendwie. Zum Teil ist es auch... Nicht nur zum Teil, mit Sicherheit auch nicht zum kleinen Teil. Ist es auch immer meine persönliche, ja, dass ich Fehler mache in dem Spiel. Also mich dumm verhalte, weglaufe, wo es vielleicht nicht die klügste aller Entscheidungen ist, wegzulaufen. Ja, Jungs. Und so weiter und so fort. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Warum stirbst du da nicht? Stehst da im Zelt und stirbst nicht. Was soll denn sowas? Freunde, Hallöchen. Den machen wir jetzt auch gleich mal hier. So, und wenn man Fehler macht, dann kann man dazu auch stehen. Und damit habe ich auch kein... Ja, Geistesregeneration ist halt ein bisschen schwach, egal. Wir haben noch wie viele Tränke? 99 plus, okay. Ja, erstmal jetzt doch einen Schluck trinken nehmen, bevor ich jetzt hier gleich mich mit dem netten Totem auseinandersetze. Ja, wie gesagt, das Ziel ist es dann, die beiden da unten, da ist ja auch so ein Arschloch, so ein Nemesis-Arschloch. Mal gucken, ob wie weit wir da diesmal kommen. Ich werde versuchen, nicht drum zu schreien. Versprechen kann ich das allerdings nicht wirklich. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wir werden es erleben. Schauen wir einfach mal. So, machen wir mal hier. Ja, ja, Freunde, ist gut. Au, 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 au. Hör jetzt auf zu bummern, das macht mir ja Angst. So, können wir die aufnehmen? Nein. Können wir die aufnehmen? Nein. Können wir nicht. Und wir sind so vollgepackt, Freunde. Ich muss echt mal nochmal in den Kisten aufräumen. Da ist gar kein Platz mehr. Da sind noch zwei Plätze, da passt nicht wirklich viel hin. Da könnte man vielleicht mal was zaubern. Den einen hier hoch. Den da hoch, den da hoch. Der hätte noch gepasst. Keine Ahnung, bla. Was ist hier los? Freunde, hier ist ja wohl Party, was? Was mich allerdings wundert, ist, dass mein komischer Sand, ich blende meine Gegner so gut wie gar nicht auslöst. Alter, was ist denn du da hinten? Gehst mir echt auf den Sack, ne? Ernsthaft. Oh, was lila ist. Na, siehst du wohl. Mythische Nadansreich. Keine Ahnung. Oh, oh, oh. Freunde. Können wir bitte. So, ihr dürft jetzt auch mal gehen. Also was auf jeden Fall sehr gut ist und da auch nochmal Props an Brother Louis. Also der stirbt deutlich weniger. Das muss man einfach mal so sagen. La la la. Mythischen, ja, bla, ab dafür. Was? Wie groß bist du denn? Was bist du denn? Legendäre Klinge. Wie groß ist denn das Scheißding? Leck mich, grüner Ring, ab dafür. Hm. Teufelsberührte Munition habe ich, glaube ich, in rauen Mengen, kann auch weg. So. Ach, du bist ein Schwert. Ach, du ahnst es nicht. Das Zeug hier nehmen wir auf. So.
So, ihr habt gesehen, ich habe eine Rüstung habe ich noch im Inventory und zwar die brauche ich noch für den Bild. Da fehlt mir noch ein, zwei Sachen zum Upgraden. Aber gut. Ach, das war. Hier sind wir übrigens richtig. Fällt mir gerade ein. So. Lalala. So. Dann möchte ich hier mal speichern, weil da drinnen kann ich es nicht. Wir gehen jetzt mal rein. So, und zumindest einen würde ich ganz gerne hier unten töten. Da wäre ich sehr glücklich drüber. Wir versuchen erstmal wieder das Gesocks drumherum wegzumachen. Das ist immer so das Ding, wenn ich weglaufen muss und dann in Gesocks renne, ist das irgendwie nicht geil. Finde ich das echt ungeil. Vor allem, du bist dann schon angeschlagen. Das war auch wieder ein Heldenmonster. Was ist denn das hier? Epische Nebenhand. Ja, lass mal liegen. Komm. So, wir arbeiten uns da jetzt peu à peu. Ja, das war einer der Bösen. Kann man nicht anders sagen. Ungeiler Sack, aber egal. Jetzt wäre Geist ein bisschen schön, mal eben weg. Ich brauche mal, da haben wir wieder Geist. Was wollen wir machen? Alt Anneline ist halt nicht die hellste, oder wie heißt das so schön? Alter Schwede, die rotzen aber ganz schön Schaden raus. Und ich mache schon Live-Beat, schon glaube ich nicht so wenig. Aber das interessiert das Vieh nicht so richtig. Oh, oh, weg, 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 weg. Könnte ich mal eben danke. So, der ist Geschichte. Wer bist du hier? Irgendein Diener. War, wer da, was tut mir da eigentlich so? Die Diener sind aber auch nicht so schlecht. Können vor allen Dingen gut einstecken mit Level 109. Ja. So, Lebensessenz sehr gerne, Lebensessenz sehr gerne. Was bist du denn? Schildbrecher, epische schwere Stiefel, +2 auf Gegenangriff, ist natürlich nicht so scheiße. 1180 Rüstung, physischer Schaden 61%. Die sind nicht so schlecht, glaube ich. Vor allen Dingen +2 auf Gegenangriff ist nice. 14% Gift und 301. Ich nehme die mal mit. Die sind, glaube ich, nicht so schlecht. Die Frage ist, wie soll ich die mitnehmen, wenn ich keinen Platz habe? Bahn! Kannst du da nochmal mit hin? Und du vielleicht auch? Da wäre ich dir sehr dankbar. Nein. Nein, nein, nein. Kein Platz. Was haben wir hier noch? Nein. Das würde vielleicht gehen, wenn ich den und den und dann so mache. Ich glaube, die waren gar nicht so kacke. Holla, die Waldfee, Freunde. So, Freunde. So einen Scheiß machen wir ja nicht dauernd. So, lalala. Lalala, lalala. Einmal ein bisschen rummarschieren hier. Immer darauf achten, nicht, dass uns gleich der große böse Sack. Moment.
Nein, ist nicht der große böse Sack. War der dahinter vielleicht? Ich sollte mal eben zusehen. Jo, Mahlzeit. Jetzt habe ich sie wieder alle an der Backe, oder was? Das meinte ich nämlich. Da ist er. So, das war das. Na gut, ihr Lieben, die Viertelstunde ist schon wieder voll. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Drückt mir die Daumen, dass es dieses Mal besser klappt. Wobei, es klappt ja bis hierhin sehr gut. Ich sage euch noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, wie auch immer. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.